Im Lauf der Geschichte war nur wenigen die Macht beschieden, das Schicksal ihrer Zeitgenossen zu bestimmen. Stammeshäuptlinge und mächtige Schamanen Admirale und Kapitäne, Generäle und Staatsmänner, Krieger und Tyrannen, und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu meinem Let's Play von Empire Earth. Aber, liebe Leute, es geht los mit dem Add-on Zeitalter der Eroberungen. Ganz genau, und wartet mal gerade, die Musik ist mir gerade ein bisschen zu laut. Wartet mal. So. Und die Soundlautstärke auch. So, wunderbar. Ja, wie ihr seht, das Add-on beginnt. Tatsächlich. Und ja, wir sehen hier, der Hintergrund sieht ganz anders aus. Ziemlich stylisch, muss ich sagen. Und wir haben hier eine Frau mit dem Laserschwert. Das sagt schon einiges aus. Nämlich, es gibt in diesem Spiel ein neues Zeitalter. Und zwar das Weltraumzeitalter. Und da bin ich auch jetzt mal sehr gespannt. Ich würde sagen, wir steigen direkt weiter. Wir spielen nochmal den Lauf der Zeit nach. Und genau, würde ich sagen, steigen wir mal in die Kampagne ein. Wir haben hier 3 Kampagnen zur Auswahl. Einmal die römische Kampagne, die Pazifik-Kampagne und die Asien-Kampagne. Okay. Ich würde sagen, wir gehen aber wieder den Lauf der Geschichte durch. Und zwar fangen mit der römischen Kampagne an. Ja, so. R1 Soldaten für Rom. Die römische Republik erblickte irgendwann im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt das Licht der Welt, als die stetig wachsende Siedlung Rom sich gegen ihre etruskischen Herrscher aufzulehnen begann. Römische Aristokraten richteten ihren einen Senat ein und delegierten die Regierungsgeschäfte an ein paar jährlich gewählte Konsuln. Keine Ahnung, was das heißt, aber gut. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte wurde aus dem Dorf eine blühende Stadt, die einen größeren Teil von Italien durch Eroberungen und Diplomatie unter ihrer Führung vereinigte. Bald konnte dieser Einfluss sogar in der gesamten Mittelmeerraum ausgedehnt werden, nachdem man die alteingesessene Macht in Karthago herausgefordert und besiegt hatte. Oh. Im 1. Jahrhundert vor Christi Geburt stand allerdings die römische Republik selbst vor einer Reihe schwieriger Herausforderungen von innen und außen. Die daraus resultierenden Auseinandersetzungen führten zwangsläufig dazu, dass die Republik zerstört und ein Kaiserreich errichtet wurde. Dies sollte dramatischen Einfluss auf den weiteren Verlauf der europäischen Geschichte nehmen. Oh mein Gott, das hört sich ganz schön interessant an. Ich bin schon sehr aufgeregt. Und ja, Schwierigkeitsgrad machen wir wieder mittel. Allerdings gibt es in dieser Version was zu sagen, und zwar, es gibt keine Sprachausgabe bei den Cutscenes. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber die Einführung gibt es noch. Konsul Gaius Marius hat vor kurzem die Anhänger Jugurthas besiegt und wurde von seinen Eroberungsfeldzügen in Numidien zurück nach Rom beordert, um die Republik gegen barbarische Eindringlinge zu verteidigen. Der Senat fürchtet, dass die Kimbern und die Teutonen, zwei große germanische Stämme an den Grenzen des Reiches, schon bald die Alpen überqueren und ganz Norditalien unter ihre Herrschaft bringen werden. Diese Barbaren ziehen plündernd und brandschatzend durch die Berge. Sie müssen aufgehalten werden, bevor sie mutig genug werden, sogar Rom anzugreifen. Die neuen Reformen, die Marius bei seinem Aufstieg zum Konsul verlangt hatte, insbesondere die neue Idee einer Wehrpflicht, verleihen Rom nun die Stärke, die es benötigt, um die bevorstehenden Schlachten zu schlagen, wenn auch nur knapp. Jetzt muss dieser Mann aus dem ungeschliffenen Rohmaterial jenen gut organisierten und funktionierenden Apparat machen, der den Namen Römische Legion verdient. Roms neue Armeen werden nicht nur wie bisher aus römischen Bürgern mit Landbesitz bestehen, sondern sich auch aus den Klassen der Sklaven und landlosen freien Männer rekrutieren. Im Senat bezweifeln viele die Loyalität und die Moral solcher Truppen, doch Marius versichert den Zweiflern, dass diese Truppen ihre Aufgaben wie echte Römer erfüllen werden, besonders wenn ihnen am Ende ihrer Dienstzeit Geld und Land winken. Oh, die legendäre römische Legion. Das ist natürlich schon geil, muss ich sagen. Und genau, wir sollen quasi Rom vor Rebellen beschützen und germanischen Stämmen. Wie krass. Okay, also das wäre dann hier oben im Prinzip. Und Gaius Marius muss überleben. Bauen Sie eine Armee auf, indem Sie 4 römische Dörfer besuchen und einige der Bewohner einziehen. Was heißt denn hier einziehen? Naja, gut. Bauen Sie eine Verteidigungsanlage zur Unterstützung im Kampf gegen die... Oh Gottes Willen. Das klingt doch direkt schon wieder hart hier. Okay, wir haben hier die Karte. Ja, hier sind die Alpen, ne? Das ist ja leider nicht angegeben. Aber das hier unten soll wohl Rom sein. Das hier sind die Dörfer, wo wir hin müssen. Okay, und dann wird hier irgendwo eine Schlacht geschlagen. Das könnte interessant werden. Aber gut, Freunde, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Und was Neues noch? Schaut mal, der Ladebildschirm. Der sieht auch komplett anders aus. Finde ich cool gemacht. Richtig cool. So, die Cutscene. Wie gesagt, ohne Sprachausgabe. Ich werde vorlesen. 101 vor Christus. In den letzten 2 Jahren wurden die nördlichen Grenzen des Römischen Reichs durch 2 Stämme barbarischer Völker bedroht. Die Teutonen und die Kimbern. Der Vogel im Hintergrund. Ach, schaut euch das an. General Marius, Gaius Marius, frisch ernannter Konsul, wurde die entmutigende Aufgabe übertragen, eine riesige Barbareninvasion zu verhindern. Auf seiner Reise in den nördlichen Teil Italiens rekrutiert der General neue Soldaten und beginnt... Ah, das ging jetzt so schnell weg. In der Zwischenzeit wurde eine riesige Teutonenhorde zu einer Versammlung in den östlichen Ausläufern und Wäldern der Alpen zusammengetrommelt. Uiuiuiui. Okay. Norditalien in der Nähe von Vercelli. Das Lager von König Kelvid Ulf hier. Mhm. Boah, was haben die für Armeen? Krass. Oh Gott, das geht da echt wieder hart los hier. Ja. Sprich, welche Kunde bringst du mir von den Römern? Ah, es gibt doch Sprachausgabe, cool. Die Römer haben unser Tributangebot ausgeschlagen und leugnen unseren Anspruch, uns hier niederzulassen, mein König. Sollten wir die Absicht haben, unser Volk in diese Länder zu führen, dann wird sich dieser hirnlose Idiot von einem König ganz schön umschauen. Und dieses tollkühne Unterfangen wird mit Schwertern und mit Blut beantwortet. Um die Worte des römischen Gouverneurs zu wiederholen, mein König. Ja. Römer! Diese weißhäutigen, kleinknochigen Figuren stellen sich gegen uns? Dann gebt die Parole aus! Keine Gnade für die römischen Hunde! Tod allen Gegnern! Dies war die schreckerregendste Streitmacht, der sich Marius bald stellen musste. Oh mein Gott! Die Germanen also. Ein paar Meilen weiter südlich. Der kleine Handelsposten Florencia. Gut. Ja, Freunde, was ist hier noch? Leider habe ich noch nicht rausgefunden, aber wartet mal, ich habe hier Armeen drinne, genau. Was ich leider noch nicht rausgefunden habe, wie das geht, man kann nicht rauszoomen in diesem Spiel tatsächlich. Das ist Maximalzoom. Oh Mann. Ja, Freunde, das ist ein bisschen... muss man sich dran gewöhnen, wieder, dass man... Oh. Muss man sich dran gewöhnen, dass man hier nicht rauszoomen kann. Aber, genau, Freunde. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, wir sind im frühen Mittelalter. Wir haben hier römische Legionäre. Nahrungsmittel, Eisen. Wir haben natürlich kein Eisen und keine Nahrung fast, ne? Aber... Ja, Nahrungsmittel, Eisen. Und wir haben hier Quintus Lutatius Catullus. Okay. Alles klar, wir haben hier nur Festungen. Hier haben wir auch noch eine Armee. Boah. Wenn wir am Anfang schon... Was? Ui? Was zur Hölle? Wenn wir am Anfang schon so viele Armeen kriegen, ey, das ist echt heftig. Das könnte echt schwierig werden. Aber gut. Diverse freie Männer haben sich zur Rekrutierung gemeldet. Nutzen Sie Marius' Rekrutierung, um sie zu Pilum-Einheiten auszubilden. Aha, okay. Aber wir sollen ja erstmal eigentlich... Wartet mal. Das ist dasselbe, ne? Hm. Indem sie 4 römische Dörfer besuchen. Alles klar, ein römisches Dorf war ja eigentlich weiter hier unten, aber... Ach Leute, ich würde so gerne rauszoomen, aber es geht leider nicht. Wir kommen hier gar nicht raus, ne? Kommen wir hier überhaupt raus? Ja, hier unten. Ah, okay. Wir müssen den Wegen folgen. Aha, ich verstehe. Was ist das hier? Vorwärts die Grenze, ja. Was ich auch geil finde, ist dieser Germane, der da gerade war. Der hat sich schon so typisch deutsch angehört, finde ich, so nazimäßig. Jawohl, nieder mit den Römern. So ungefähr. Und genau, wir haben hier so... Was können die denn? Pilum-Angriff. Da frage ich mich jetzt gerade mal... Römischer Legionär. Die haben 215 Hitpoints. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie... Was ist das denn hier? Was zur... Was zur... Oh! Getarnte Wikinger! Okay, Wikinger, mach die platt. Los. Mach die Wikinger platt hier. Los. Ja, die kriegt ja schon kaputt. Aha, Gott sei Dank. Da haben wir uns verteidigt. So, auf die Wikinger. Ja, ich weiß, aber die können euch nichts... Was ist das hier? Hus Karl. Oh, scheiße, scheiße. Nicht wieder auf den König, Leute. Nicht wieder auf den König hier. Ach, Freunde. Ja, dann zieht die halt ein bisschen rum. Wenn die unbedingt auf den König wollen. Was ist das denn hier? Wehrpflicht. Wie Wehrpflicht? Was? Wehrpflicht? Was zur... Wie Wehrpflicht? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, gut. Egal. Hallo? Kommt ihr mal zurück? Was wollt ihr denn? Und ja, Freunde, wie gesagt, Empire Earth geht weiter. Mit der neuen Kampagne hier. Da bin ich echt sehr gespannt drauf, wie das Add-on... ja, so werden wird. Ich habe von euch schon gelesen, dass das extrem schwierig werden soll. Was macht ihr denn da? Aber sind wir mal gespannt. Was? Elysium, okay. Ja, wie gesagt. Oder, das ist eine Sackgasse, oh mein Gott. Okay, dann kommt wieder zurück. Kommt wieder hier vorne hin. Los. Wohl an, Milord. Ach ja, das gute alte Mittelalter. Richtig cool. Und ja, dann bin ich halt echt mal... Hallo? Warum? Was zur... Warum baut... Was zur... Ah, Turmpalisaden. Palisadenmauer. Nur warum arbeitet ihr nicht? Hallo? Ah, gut, okay. Alles klar, dann müssen wir hier wahrscheinlich rein, oder? Vorwärts, genau. Ja, so. Marius, die Teutonen greifen die Kornkammern von Mutania an. Wir müssen dieses üble Pack in die Berge zurücktreiben, wo es hergekommen ist. Uiuiuiuiuiuiuiui. Okay. Leute, macht mal langsam. Macht mal langsam hier. Was ist denn hier los, sagt mal. Hä? Wo sind denn die? Ach, da oben. Da oben, okay. Ihr schließt euch uns an, oder was ist hier los? Mutania? Oder was macht ihr hier? Da sind sie. So. Drauf da. Los. Aber nicht der König nach vorne. Nicht der König nach vorne. So, seht ihr das? Die wollen nämlich wieder auf den König. So, dann helft mal aus hier. So. So, und weiter. Ah, schaut mal. Republik, was? Rom. Ah, okay, cool. Aha, guck mal, wir können endlich... Wir können mehr Bürger bauen. Aber wir können nicht wirklich viel bauen, oder? Was? Eine Mühle? Ja, aber eine Mühle zeigt doch normalerweise... Haben wir eine Kaserne? Wir haben eine Kaserne. Wartet mal. Dann muss ich halt eine halbe Mühle oder so bauen. Probiert das mal. Kratz, kratz, kratz. Wui? Wieso wui? Was zur Hölle? Wir sind doch nicht in Frankreich. Okay. Bauernhöfe. Okay, das ist jetzt... Wir haben etwas Gold für die Unterstützung bekommen. Oh, das ist cool. Jetzt sollten wir uns auch von der Aushebung von Bürgern in den anderen Städten helfen. Okay. Das ist jetzt aber echt interessant hier. Das ist die Stadt Bononia, General. Da. Okay, da müssen wir als nächstes hin. Alles klar, dann... Das ist die Stadt Patavium, General. Geht ihr jetzt Holz? Oha! Ey, cool, Freunde. Richtig cool. Wie gesagt, Freunde, ich habe leider... Ah, deswegen. Die brauchen hier ein Stadtzentrum, aber das können sie nicht bauen. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. So, aber... Ja... Wisst ihr was? Nehmt die Bürger mit hoch. Bürger, kommt hier hin. So, cool, dass sie uns zeigen, wo die Städte hier sind. Die Grenze, genau. Nutzen Sie Marius' Rekrutierungsgeschick, um in den Städten Bononia, Patavium und Pissae neue Soldaten anzuwerben. Okay, ja, dann machen wir das doch einfach mal. Gut, Freunde. Stattet denen mal einen Besuch ab. Los geht's. So, hier, hi. Bürger. Oh, die gehören schon uns. Uiuiuiuiuiuiuiui, was zur... Hey, 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 hey. Kimbern, ja. Kimbern, okay. So, und weg damit, und weg damit. Keltische Krieger. Wow. Okay, keltische Krieger. Was haben wir hier jetzt? Bringen Sie Marius nach... Okay. Hallo, wir sind da. Marius, komm mal hier ans Stadtzentrum. Wo ist denn der König hier? Da ist der Marius. Marius, genau. Marius, komm. Ja. Ach, hier vielleicht? Wehrpflicht? Nö. Keine Ahnung. Wohin soll ich gehen? Ah, wir haben nur die Bürger hier... Aha, wir haben hier nur die Bürger gekriegt. Okay. Alles klar, Freunde, dann... Wir können aber auch keine Dings bauen, ne? Keine Stadtzentren oder so. Ah, okay. Dann geht mal wieder zurück. Ach, ist das schön. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie so eine Fata Morgana oder so. Ach, Freunde, Empire Earth ist so cool, oder? Dass wir jetzt wieder hier im Mittelalter anfangen. Das ist richtig cool. Ja, die bauen jetzt Holz ab. Wir können uns auch ein paar Einheiten bauen, theoretisch. Bau erstmal einen Reiterstall. Ich glaube, das passt so. Was zur... Was? Was ist? Was sind das hier für welche? Hallo? Barbaren! Oh, Barbaren. Die müssen wir platt machen. Genau, die müssen wir platt machen. Uiuiuiui, nein, 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 nein. Oh. Verdammter. König, nicht nach vorne, Marius. Nicht nach vorne hier. Genau, die Welt ist nicht genug. Nicht der Morgen ist nicht genug. Sondern die Welt ist nicht genug. Ja, genau, James Bond. Ist okay. So, was haben wir, was haben wir denn hier jetzt? Genau, du heilst die schön hoch, ja. Ja, genau. Oh Gott, lauf, 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 lauf. So, mach mal einen Pilum-Angriff. Mach mal einen Pilum-Angriff. Ja, so viel hat der, bringt der aber nicht wirklich, finde ich. Also, boah. Was sind das denn für welche? Das sind keltische Krieger. Ach, aus Irland. Da steht's ja auch was drüber, ne? Teutonen, ah. Oh Gott. Okay, 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 okay. Was zur... Oh! Oh, schaut mal, wir haben noch Steinschleudern bekommen. Ja, das ist natürlich mega nice gerade. Das ist richtig gut. Was haben wir hier noch? Gepanzerte Soldaten. Wow. Die können wir aufbessern. Nahrungsmittel Gold. So. Und... Jo. Aha, was ist das denn? Ein Speerträger. Ach, wie süß. Ja. Unsere Armee wächst, würde ich mal sagen. Und hier unten sind wir hergekommen. So, wir haben einen Kapitol. Ja gut, wir haben zwar sehr viele Bürger jetzt gerade, ne? Wir haben sehr viele Bürger, aber ich denke mal, dass wir jetzt hier auch nochmal ein paar Bauernhöfe bauen können. Genau, geht ihr mal hier hin. Wir können hier auch mal ein paar Bauernhöfe... Ah, verdammt. Falsche Richtung. Falsche Seite hier. Ja gut, das ist egal. Komm, da steht ein Turm. Alles okay. So, ich glaube, wir brauchen nämlich die Bürger, die wir hier haben, mit an der Front vorne. Das kann gut sein, Freunde. Das ist so cool. Nur ist halt echt blöd mit dem Zoom, dass der nicht... Okay. Dieses alte römische Fort konnte leider... könnte ein idealer Vorposten für die Ausbildung von Soldaten sein, sobald sie bereit sind. Was denn für ein altes römisches Fort? Wir werden angegriffen. Ja, ein Reiter, okay. Das passt schon so. Ach, da! Ach, cool. Schaut mal da, da sind so Holzmauern. Cool. Okay. Wir haben unsere Bürger. Das heißt, wir können jetzt hierhin mal gehen. So. Genau, so sei es. Richtig. Was zur... Was macht ihr denn da? Geht ihr mal hier rein. Genau, einfach Schritt für Schritt hier so ein bisschen. Ah, ist echt blöd mit dem Zoom, ey. Das ärgert mich ein bisschen. Aber das werde ich dann wahrscheinlich beim nächsten Mal noch rausfinden, wie das funktioniert. Kavallerie-Bogenschütze. Gut, Freunde, aber in Anbetracht der Zeit würde ich mal sagen, jo, wie es hier weitergeht, Freunde, sehen wir dann beim nächsten Mal. Würde ich mal sagen, ich speichere das erstmal. Und, genau. Wie es hier dann weitergeht, Freunde, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Jetzt seht gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.